Und damit willkommen zurück zu einem neuen Abenteuer hier in Starfield. Ich habe mal ein bisschen mein Inventar leer gemacht und habe Sachen ausgerüstet, die besser waren. Vor allem der Anzug und der Helm und ein bisschen die Waffen neu zugeordnet. Und ja, jetzt wollen wir die zwei Artefakte hier mal abgeben und dann werden wir uns mal dieser Handelskammer widmen, steckt voller Geschichte, wo wir Zeugs verkaufen können. Südele, Artefaktsammlung aktivieren. Warum? Dass ich möglicherweise nichts zu... Ich bin neidisch auf euch zwei. War selber auf der Suche, aber kam mit leeren Händen zurück. Die könnten überall sein. Eingeschlossen in einem Fels oder bei einem ahnungslosen Ramschhändler schlummernd. Ja, hab gewonnen. 3 Artefakte zu 0. Ist das ein Wettkampf? Von mir aus? Oh nein, fangt mir nicht so an. Wir sollen zusammenarbeiten, nicht rivalisieren. Etwas Rivalität hat noch nie geschadet. Sie spornt uns zu Bestleistungen an. Oder bringt nichts als Ärger. Ärger, der eine Brutstätte für Misstrauen ist. Noelle hat recht. Tja, es gab schon den ein oder anderen Vorfall. Was meinst du? Etwas Konkurrenz schadet nicht, oder? Ja, finde ich eigentlich schon. Gebt doch mein Bestes, wenn mir jemand den Sieg streitig machen will. Ich sehe das wie Noelle und Andrea. Wir sollten jetzt nicht gegen sie sprechen. Ist ein zweischneidiges Schwert. Es gibt Pros und Kunden. Ja. 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 Seltsamerweise sehe ich das ähnlich. Und wieder lacht mir die Dualität der menschlichen Natur ins Gesicht. Wenn diese Unterhaltung so weitergeht, lache ich dir noch ins Gesicht, Matteo. Bereust du es schon, unserer kleinen Gang beigetreten zu sein? Wir sind nichts für schwache Gemüter. Wisst ihr was? Ich habe gerade gemerkt, dass ich die ganze Unterhaltung an mich gerissen habe. Es geht hier um dich und Andrea und den Sieg für die Gruppe. Ich bin sehr gern Teil einer Debatte. Es war gut, eure Meinungen zu hören. Aber es stimmt, dass wir gemeinsam etwas erreicht haben. Vielen Dank für die Hilfe. Immer gern. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann, Andrea. Ich bin einfach nur... Ja. Ich auch. Sag mir, wenn du mich brauchst. Naja. Die neuen Artefakte haben interessante Daten zu bieten. Sag dem Neuling, wir treffen uns auf der Station. Alles klar. Wir hatten Erfolg. Also, sind jetzt alle zwei schon drin? Das sind keine neuen Artefakte mehr. Okay, I guess. Das war's. Na gut, ich stehe zu Diensten, Captain. Jo. So, jetzt diesen einen Händler finden. Beziehungsweise wir könnten auch hier mal eine Nebenquest machen. Jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz schauen, wo das gewesen ist. Ich bin gleich wieder für euch da. Und da bin ich auch schon wieder. Wir müssen jetzt erstmal zu dem Shop Jameson Mercantile kommen. Und da muss ich erstmal schauen, wo der ist. Und da hat es dann wohl einen Aufzug. Gehen wir mal zu diesem Info-Terminal. Schönen guten Tag. Unternehmensverzeichnis. Jameson Mercantile Weltraumhafen. Okay. Dann gehen wir mal zum Weltraumhafen. Das war Wohndistrikt, die Loge, Geschäftsdistrikt, New Atlantis, Mess District. War das das hier? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Jo, da ist der Hafen. Und jetzt müssen wir diesen Shop da finden. Wo könnte der sein? Arrivals. Da, glaube ich, geht's wieder weg. Was active launch bei Tunic proceed on his unrest. Hey, hey du! Hast du kurz Zeit? Ich muss mit dir reden! Du warst doch auf Vectera, oder nicht? Du bist in der Frontier geflogen. Ja. Tommy Bidlow, SNN-Recherche, Praktikant. Es heißt, die Frontier wurde angegriffen? Stimmt, oder? Du warst mitten in der Action?
Das ist fantastisch! Mein Boss, Nadia Mufas, wird durchdrehen. Augenzeugenberichte sind Gold wert. Es sind Credits drin für glaubwürdige und interessante Infos. Ja, Geld. Leicht verdientes Geld. Geh einfach zum SNN-Gebäude. Ist nicht weit. Weiter so, Tommy. Du bist der Beste. Okay. Also Interview führen. Alles klar. So, ist aber nicht das, was ich eigentlich jetzt machen wollte. Wo ist dieser Shop? Ich habe auf einem anderen Monitor ein Screenshot offen, der den Shop zeigt. Nee, das ist auch nicht hier. Ah, warte mal. Hier. Und dann hat es hier einen Aufzug, den man nutzen soll. So. Und zwar ins Unterdeck. Okay. Ich glaube, ich hätte hier gern ein Foto. Fotomodus bitte. So, einmal ausblenden. Dankeschön. So, liebe Leute. Verlassen. Escape. Hätte ich das gemacht. So. Es sieht halt auch genauso nach einem Bereich aus. Wie gefällt dir die Laser? Mal schauen. Piu, piu. Ich glaube, hier hinten, Trade Authority. Ich glaube, hier müssen wir rein. Und auch. Nur ein ruhiger Tag. Ist das zu viel verlangt? Nö. Ah, sie ist es. Klar, die Handelsaufsicht sieht auch auf dem Unterdeck ordentlich aus. Parasiten. Willkommen bei der Handelsaufsicht. Wenn du aus aufrichtigen Gründen hier bist, helfe ich dir sehr gerne. Bin ich sehr gut. Bist du aber unter falschem Vorwand hier, zum Beispiel von Miss Zeng vom UC-Vertriebszentrum geschickt, dann wirst du hier nichts Illegales zu berichten finden. Und dann bitte ich dich, sie aufzufordern, diese albernen Spielchen zu beenden. Also, was darf's sein? Ich mich nur um. Dann gilt das Gesagte nicht und ich hoffe, du wirst bei uns fündig. Bitte, lass es mich wissen, wenn ich dir helfen kann. Ich würde gerne sehen, was im Angebot ist. Ja. Natürlich, natürlich. Okay. Sonstiges. Also, Samans Kunst. Achso, warte mal, kaufen. Ich will eigentlich verkaufen. Sonstiges. Wieso kann ich auf den Schiffsinventar zugreifen? Ah, cool. Sonstiges. Händler verkaufen. Ich hätte Solomons Karten. Ja. Ich habe aber nicht so viel Geld, wie ich es eigentlich gerne hätte. Helme. Wir könnten mal mit Ausrüstung vergleichen, kaufen oder suchen. Ja, das war alles schlecht. Das kann man eigentlich alles verscherbeln hier. Kleidung. Alles klar. Waffen, die wir nicht brauchen. Okay, 950.000 Rucksäcke. Gut, ich glaube. Das war's. Ich hoffe, ich habe jetzt mein Zeug nicht... Die Handelsaufsicht dankt dir. Vertickt, was ich eigentlich anhab. Und mal ganz kurz, nee, das schaut eigentlich noch gut aus. Waffen alles drin. Alles klar. Okay, warte mal, kann ich bei dir Munition kaufen? Wenn du was brauchst, egal was. Natürlich, natürlich. Munition. Es war doch schön zu sehen, was ich selber habe, ne? Ach komm, das werden wir auch so finden. Hat mich sehr gefreut. Ja, ich mich auch. So. Ciao.
da draußen, oder? Moin. Oh, ist du fast mit? Alle klar. Komm, Hafen. Rein hier. Sehr gut. Also, Mission Log. Missionen. L. Warte, das ist seine Recherche tätig. Sie sucht nach Informationen über den Angriff auf Vectera und ist bereit dafür zu bezahlen. Wenn man das Spacer gleich eine Notiz über einen geheimen Außenposten gefunden. Könnte interessant sein. Wie ist das Slate über den geheimen Außenposten? Okay. Das müsste ja irgendwo im Inventar sein. Inventar. Notizen. Gerne mal Außenposten. Treue gegenüber der Crew schon, klar, aber scheiß drauf. Tötet, wenn es sein muss. Und um nach Denebola LB zu gelangen, da gibt es einen geheimen Außenposten. Eine einmalige Gelegenheit. Schwing deinen Arsch dahin, sonst bereust du für den Rest deines Lebens. Okay. Gut. Jetzt wissen wir, wo wir sind. Reise auf den geheimen Außenposten auf Denebola IB. Das machen wir. Okay, das mit dem Jumpen, das ist schon ein mega geiler Trick. Yes. Ja, eventuell kriegen wir noch ein paar nette Goodies. Aber primär ist schon mal gut fürs Leveln an sich. Da kann man ein bisschen höher kommen. Sehr gut. Cordy. Ist das weit weg? Wo ist das? Oh, das ist weit weg. Wie willst du da springen? Okay, wir müssen erstmal hier hin. Einmal springen, dankeschön. Direkt, auch wenn er seinen Scan macht, nochmal weiter. Ich möchte nämlich dahin. Was? Level 30? Das ist Level 30. Ja, wisst ihr was? Das machen wir vielleicht noch nicht. ja, dann hätten wir eigentlich noch das da. Vernichtet das Spacer-Schiff im Orbit von Olaran. Probieren wir mal das. Wo ist das? Ach, das ist da. Vernichtet das Spacer-Schiff. Cheyenne. Sprung. Los geht's. Verhalten, während wir dein Schiff scannen. Wir sind hier fertig. Ja, bin schon wieder weg. Ciao. Ja, nee. Mit Level 8 in Level 30 rein. Ist eine dumme Idee. Schalte auf Standardantrieb. Ich nenne es besser. Ja. Macht Staub aus ihm. Wo sind sie?
Nice. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Komm her, komm her, komm her, komm her. Ah, scheiße. Da. Nice. Also unser Schild ist offline. Oh nein, wir machen dich fertig. Nice. Scheiße, der. Wo ist der andere? Der ist total weit weg. Okay, zurück. Ab in. Wir haben den Kraftantrieb erwischt. Schilde sind ausgeschaltet. Nice. Okay, das war dann nichts mit Kapern. Können wir hier... Spacer, hier... Ist das Carab? Haben wir hier ein paar Goodies? Alter, nein, 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 dagegen! Ah. Nein, ah, nicht aussteigen! Ich dachte, wir hätten da noch was machen können. Geh nochmal bitte rein. So, Pilotensitz hinsetzen. Dann gehen wir halt zu unserem Target da noch hinten. Wo ist es? Da unten. Da. Moment, oder heißt es schon, wir sollten wieder zurück? Lass mal ganz kurz ins Log schauen. Ah ja, erstatt den Bericht. Okay. Jemand namens Albin Lopez hat eine Note für die List gesendet. Das könnte ich mir genauer ansehen. Ich bin Albin Lopez auf der Piazza 2. Bewirb dich. Nö. Im Unterhaus mit Amira Wolf. Die Pflicht ruft. Hm. Okay, Wladimir hat Daten. Okay, ja, okay, machen wir das mal. Dann gehen wir wieder auf die Raumstation. Und danach... Glaube ich, werde ich mal ganz kurz in die Stadt runter und mir das Kopfgeld kassieren. Alpha Centauri. Und zwar auf die Station. Springen bitte. Dankeschön, aber da will ich gar nicht hin. Ich will auf die Station da. Eigentlich einfach mal so ein Schiff überfallen wäre eigentlich auch witzig. Aber da sollten wir uns etwas in unserer Levelklasse suchen. Oh, 1200. Ja, unter 500 müssen wir. Okay. Jetzt andocken. R, dankeschön. Präzise angedockt. So muss das sein.
Einsteigen. Dann schauen wir mal, was er so für Infos hat. Ich freue mich auf Wladimir. Ob er wohl was gefunden hat? Vielleicht müssen wir hoffen. Na, immer noch recht einsam hier. Moin. Da die Artefakte in der pechschwarzen See nun kein bloßer Schaum der Hoffnung mehr sind, habe ich ein Muster entdeckt. Die Graf-Anomalie von einem der Artefakte passt zu einer anderen, größeren auf einem Planeten. Die Artefakte sind... Ja, ist schon was dran. Nur die, die wir gefunden haben. Keine Ahnung, worum es sich handelt, aber spürst du die Aufregung? Das ist eine Riesensache. Ich grenze die Markierung ein, so gut es geht. Doch es gibt Interferenzen. Du musst das Gebiet also zu Fuß erkunden. Setz deinen Scanner ein. Na, super. Keine Ahnung, was da ist. Halte die Augen offen. Nein, ich möchte Dienern meinen Scanner verwenden. Alles klar. Du musst also den ganzen Planeten absuchen. Das ist eigentlich eine gute Frage. Nein, du musst einfach dem Scanner zum richtigen Ziel folgen. Könnte eine Weile dauern. Aber so ist das nun mal mit der Forschung. Okay, also, nahe der Anomalie landen, meinen Scanner verwenden. Alles drück klar. Drück das Glück. Und vielleicht findest du dann auch die Quelle. Rockion 3. Das ist bestimmt immer so, wo man einfach reinlatscht und wieder rauslatscht. Ah, Mann, ich hätte jetzt gerade direkt geguckt, wie es sagen könnte. Einfach ohne Grafantrieb im All herumzutreiben. Es ist schon mal ein bisschen langsam. Hey. Also, einmal abdocken, dankeschön. Sehr gut. Wo ist denn das? Da. Rockion A. Und dann? Hierhin. Scanner-Anomalie. Begib dich zum Planeten. Okay. Hier landen. Was zum... Oh, ich glaube, das wird hier noch richtig spaßig in Starfield. Alles zur Landung bereit. Flora und Fauna dürften hier kein Problem. Öffne den Handscanner und suche nach Verzerrungen in deinem Sichtfeld. Folge der Verzerrung zur Quelle. Aha. Gehst du gegen mich? Ich hoffe mal nicht. Wir müssen irgendwo da runter. Lass mich einfach in Ruhe. Oh, okay, scannen. Giftgas. Das geht auch nicht. Dann haben wir hier. Alles klar. Warte, genau die kann. Ja, da bist du ein Tier? Nee, das ist Fauna. So, scannen. 13. Nehmen wir mal mit. Ein Gras. Oh, was zum. Du bekommst deine Abtreibung. Alla, was soll denn das? Ich wollte doch hier nur erforschen.
sollte man nicht blöd kommen. Oh, okay. Hätten wir das jetzt auch. Also wir gehen jetzt mal noch hier nach oben. Ich glaube, wir haben es gefunden. Oder ist es einfach nur deswegen aktiver, weil... Also, das ist... Was ist draußen? Außerordentlich. Was ist das? Warum ich... Ah, das ist eine gute Frage. Aber der Anblick... Ja, ein Eingang wäre nicht schlecht. Okay, aber scheint keine, oh, keine Gegner da zu sein für den Moment. Okay. Bitte lass es kein Rätselraum sein. Bitte nicht. Oh, was zum... Das wird immer seltsamer. Wird man so sagen. Hast du auch das Gefühl, dass uns der Raum beobachtet? Ehrlich gesagt, sieht es so ein bisschen aus wie das Artefakt, was wir da haben. Nur, dass das vollständig ist. Achso, er geht selber wieder raus. Na komm, ah, ich möchte wieder reingehen. Tempel Eta. Es ist also wieder irgendeine Rätselsache. Das ist meine absolute Stärke. Da kann ich hier mal ein Foto machen? Warte mal, bis das hier fertig ist und dann machen wir mal ein Foto. Fotobonus, dankeschön. Ja, das sieht basic aus. Foto machen. Dankeschön. Was willst du von mir? Okay. Hast du noch mehr? Ach, da oben. Und jetzt da hinten. Halt, ich möchte da hin. Bitte, danke. Hier hinten wieder. Mehr. Okay, es wird immer epischer. Und Abracadabra. Holy. Ist bestimmt eine gute Idee, da reinzugehen. Neue Kraft? Hätte ich selbst gesehen, würde ich es nicht glauben. Zur Hölle, ich glaub's nicht. Was für eine Kraft? Wähle in den Bereich oben aus, um deine Kräfte. Antigravitation wird erzeugen in einem begrenzten Bereich ein Feld mit sättiger Schwerkraft und bei der Zeuge der wahren Kraft der Planeten. Kosten 45 Energie.
Okay. Oh, Z. Okay. Ich weiß noch nicht, wann und wie das sinnvoll wird, aber okay. Alles klar, jetzt habe ich sowas wie Mana. Okay, dann gehen wir mal wieder. Also wir müssen solche Tempel finden, damit wir mehr Kraft haben. Liebe Leute, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Ich bin gleich wieder für euch da. So, da bin ich wieder. Entschuldigt die kleine Unterbrechung. Ich glaube, ich will mal das mit der Gravitation da mal kurz beim Gegner ausprobieren. Ob der dann irgendwie schwebt oder so. Dazu bräuchte ich erstmal einen Gegner. Haben wir hier was? Oh, Level 15. Da hinten ist aber unser Schiff. Ja, sonst was in der Nähe? Immer mit. Ja, das ist noch ein bisschen scannen hier. Da hat's ja. Moin. War nicht das, was ich machen wollte. Ja. Da sind noch mehr. Okay. Okay, nee. Machen wir nicht. Wir gehen zum Schiff. Und zwar auf direktem Weg, wenn es geht. Mitnehmen? Jo. Ciao hier. Eigentlich so ein freies Landen wäre ja auch noch irgendwie spannend. Aber gut. So kann ich das Schiff wenigstens nicht weiter kaputt machen als wie sonst. Sollen wir zuerst zur Bank gehen? Cockpit. Abheben bitte. Dann mal auf ins Unbekannte. Aber wenn da das Eis schmelzen würde beim Abheben oder beim Landen, das wäre noch ein netter Detaileffekt. Wir sind wieder im Orbit. Jo, also. Einmal da raus. Und. Alpha Centauri. Alpha Centauri. Und einmal hier rein. So, wo war das? Und ist der Geschäftsdistrikt. Okay. Landen. Das mit den Stromausfällen könnte man vielleicht auch noch machen. So als Level-Bonus. Dann hätten wir hier mal die ganzen Nebenmissionen weg. Vielleicht machen wir generell mal eine Episode mit der ganzen Nebenmission hier in der Stadt. Dann wäre die Liste mal wieder aufgeräumt. Södele. So, Jumping-Trick. Sehr gut. Und doch. Gemeinsam können wir echt was bewirken. Verbuche ein weiteres Piratenableben. Wir machen das All sicherer. Erfüllen unsere bürgerlichen Pflichten. Ja, wie man sieht, ne? Das ist toll, oder? 2500. Und immerhin ein paar EP. Nice. Gut, nächste Schnellreise. Einmal warte mal, hier mit Emma Wilcock. Ah, Cox.
Emma Wilcox. Tun wir das mal kurz. Nicht in die Dunkelheit. Was ist das mit Elmer? Ach so, das war das mit der Pflicht ruft. Freestyle Ranger, nee, das möchte ich eigentlich nicht. Wir könnten. Ah, sprich im Unterhaus? Nee. Wo war denn das mit dem Interview? Das machen wir nicht, weil das ist einfach viel zu high. Also da eine Level-Anzeige, ne? Das wäre noch cool. So, das würde ich eigentlich machen. Nicht hier Muffas. Wo ist die? Sprich mit den Barkeepern. Atlantis, Frontier. Nö. Sprich mir nur über die Unterbringung, die Loge. Wo ist denn das? Nee? Aber es ist ja jetzt markiert eigentlich. Moment mal. Wo ist die Markierung? Da hinten. Ach, stimmt ja, da ist ja... Battle System News Network, das ist ja gerade da oben. Oh, komm, auf da. Dankeschön. Okay, noch ein bisschen ausruhen. Tö, guten Tag. Ich habe da so ein Gefühl. Du hast eine Geschichte auf Lager. Willkommen bei SNN, wo die News niemals schlafen. Außer bei dir. Wenn du David Barron Fanclub bist, solltest du sein Ego nicht weiter aufblasen. Sonst platzt er noch. Da kommt wieder ein eingebildeter Eigenmann. Ich freue mich auch. Ich kenne seinen, was für ein Problem ist. Wer bist du? Ja, sorry. Langer Tag, längere Nacht. Ein neuer Versuch? Sehen wir uns dich mal an. Du bist nicht von hier. Ich schätze, du leistest echte Arbeit für dein Geld. Du hast ein paar Geschichten auf Lager. Sowas spüre ich sofort. Ja, komm mal gerade auf den Punkt. Tommy? Tommy hat was hinbekommen? Dann bist du der Captain der Frontier? Angeblich soll es ein Gefecht bei einer Mining-Anlage gegeben haben. Ich will nur direkte Augenzeugenberichte. Also, was du gesehen und oder getan hast. Hörensagen brauche ich nicht. Was hast du also für mich? Die Crimson Fleet hat eine Mining-Anlage vor Argos auf Victoria angegriffen. Ich habe Informationen zur Galbank-Überfall in Aquila City. Fangen wir mit dem mal an. Offenbar kam jemand von der Crimson Fleet auf den Trichter, dass Angriffe auf stationäre Ziele einfacher sind als auf welche im All. Und du hast das hautnah miterlebt und bist alleine zu uns gekommen, ohne von uns aufgespürt zu werden. Erfreulich. Stimmt denn nicht? Was haben die Piraten dort getrieben? Ist nicht ihre übliche Taktik. Constellation hatte den Abbau in Auftrag gegeben. Die Crimson Fleet wollte die Einnahmen haben. Ja, komm. Böses Blut zwischen der sagenhaften Constellation und der Crimson Fleet? Hört sich ganz nach dem an, was wir bei SNN eine Story nennen. Und was war deine Rolle bei dem Ganzen? Teil einer Tour? Mir wäre es lieber, wenn wir meinen Namen und meine Rolle aus der Sache heraushalten. Wo heißt, ich habe als Supervisor den Abbau geleitet. Ah, ich habe jetzt zu den Minen gehört. Ja. Wusste nicht, dass Argos Extractors so fähige Leute hat. Das Allgemeine ist damit abgehakt. Wie wäre es jetzt mit schockierenden Details? Wie hat ein Haufen Miner überlebt? die Mining Crew hat sich zusammengetan und die Angriffe abgewehrt mit Mining Lasern. Ja, und wir hatten Hilfe. Machen das da. Klingt spannend. Die heldenhaften Miner sind ein guter Ansatz. Ja, würde ich auch sagen. Das ist eine gute Story. Tapfere Miner halten zusammen und wachsen über sich hinaus.
Wenn du mehr davon hast, wisst ihr, was vermutlich passieren wird? Sie wird es genau andersrum schreiben. Nebenkosten oder andere Ausgaben, die du kreativ in Rechnung stellen kannst. 650 nur? Ich habe noch eine Story. Du hast eine neue Story für mich? Ja. Du kommst echt herum. Wundert mich, dass die Filiale noch Kunden hat, wenn ich bedenke, wie oft sie überfallen wurde. Ach, das passiert regelmäßig. Aber ich dachte, die Ranger hätten das endlich unter Kontrolle bekommen. Es ging wohl ziemlich zur Sache. Stimmt das? Naja, eigentlich... Ja... Ja. Immerhin muss man für die Räuber nichts zahlen, heißt es. Im Preis inbegriffen. Was war mit den Räubern? Die Shaw-Bande? Der Marsch hat dafür gesorgt, dass sie aus dem Verkehr gezogen werden. Für immer. Ich habe sie alle ausgeschaltet. Keine Überlebenden. Ja. Halt. Was? Du hast sie ausgeschaltet? Himmel. Sorry, ich muss da eventuell Zeugen auftreiben, um das zu bestätigen. Aber okay. Gut. Ja, mach nur. Solche Dinge laufen oft schmutzig ab. Kamen Kunden oder Bankleute zu Schaden? Nicht, dass ich wüsste, ja. Das freut mich wirklich. Normalerweise, naja, das läuft nicht immer so ab. Du warst dort und du warst an der Lösung beteiligt. Was sagst du zu den Freestar Rangern? Ein weiterer heftiger Überfall in ihrem eigenen Einzugsbereich ist nicht gerade toll. Da ist allerdings was dran, vor allem nachdem ein Headquarter ja gerade nebenan ist. Zweifelnde Menschen neigen zu verzweifelten Taten, die Ranger haben. Ein Massaker verdient keinen Kommentar. Wen sollen die Ranger beschützen, wenn sie nicht mal ihre eigene Bank schützen können? Puh, das ist ziemlich böse. Aber schon auch irgendwo was dran. Und da habe ich ein Hammer-Zitat. Sehr gut gesagt. Solche Stories regen immer den Zorn und den Appetit der Leute an. Danke für das Interview. Und hier, für dich. Wieder 6,50. Okay. Ich habe so das Gefühl, es wird einen Backslash für mich geben. Bitte sag nicht, dass du zu Baron bist. Moin. Also, dann ab in den Bunker. Maß sich die Loge. Einmal reisen, danke. Oh, das kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, da waren wir vor kurzem. Zödre. Solange die Loge noch steht, lebt auch der Entdeckergeist noch. Bei Kriegs Knochen. Seh dich an. Wenn es in Ordnung ist, führe ich jetzt direkt ein paar Scans durch. Wir lagen mit der Anomalie richtig, oder? Du musst uns allen die Ohren spitzen. Ja. Ein gesamtes Gebäude verstrahlt eine Signatur. Genau wie das Artefakt. Wladimir, sieh dir das an. Die kardiovaskularen und neurologischen Werte sind nicht normal. Wie wäre es mit einer kleinen Demonstration? Zusammenfügen der Teile? Benutze das Antiquationsfeld vor. Was weiß nochmal der Hotkey dafür? Das Q? Nee. Shit, wie habe ich denn das gemacht? Jetzt muss ich mal schnell nachschauen. Einstellungen. Warte mal. Hochsteuerung. Nee, Tastaturbelegung. Nahkampfgranate. I aktivieren. Kraft 8Z war das. Okay. Das jo. Haben alle gesehen, oder? Wow, ein Geschenk des Himmels. Und das bislang praktischste Ergebnis unseres kleinen Abenteuers. Für sowas habe ich keinen klugen Spruch. Das ist einfach echt schräg. Ja. Alles hängt zusammen. Die Artefakte, der Tempel und diese Kraft. Na, mir ist, als wäre das ganze Universum auf den Kopf gestellt worden. Was das für Auswirkungen haben wird. Gibt es noch mehr davon?
Die Scans deuten bereits auf ein weiteres hin, das zu den bereits gefundenen Artefakten passt. Theoretisch sollte in jedem Tempel eins sein. Doch bei all den Anzeichen eine Übereinstimmung zu finden ist schwierig. Ohne das korrekte Artefakt zum Abgleich ist das unmöglich. Und auch dann dauert es eine Weile. Könnte nicht einfach die Tempel für die Artefakte finden, die wir bereits haben? Und dann könnte das ebenfalls quasi so sein, wenn ich ihm... Ja. Nicht alle auf einmal. Hast du wieder eins gefunden, komm nach Hause. So kann ich die Suche weiter eingrenzen. Okay. Glaub ja nicht, dass der Tempel rein zufällig auf dich reagiert hat. Die Artefakte, die Visionen und deine neue Kraft, das alles passt irgendwie zusammen. Das alles hält uns auf Trab. Naja, drückt das Glück da draußen. Ich suche weiter nach planetaren Anomalien, die zu unseren Artefakten passen. Alles klärchen. Immerhin Level 9. Geil, 9500 Credits. Erwirbt die Kraft auf besser 3B. Wollen wir erstmal wegen dem Skill schauen, was wir hier noch so schön ist am Kampf. Ballistische Waffen versuchen 10% mehr Schaden. Laserwaffen 10% mehr Schaden. Ich würde mal sagen, Ballistik. Ja, entsperren. Ansonsten Forschung. Geologie. Technologie. Ballistische Bordwaffen verursachen 10% mehr Schaden. Fußspektrum. Warte mal, fliegen. Kannst jetzt Schubdüsen einsetzen. Okay. Ich glaube, ich nehme das Boostpack. Jo. Das klingt praktisch. Nice. Okay. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten. Ihr Quartier ist zu Ihrer Zufriedenheit. Ja, ja, alles super. Wir machen dann in der nächsten Episode weiter. Eventuell noch die Nebenmission bezüglich der Stromausfälle in diesem Unterdeck. Und das mit dem Anschließen würde ich eigentlich hier nicht machen. Ich glaube, das mit dem irgendwo... Weißt du was, ich stelle mich woanders hin. Der redet zu viel. Die andere Fraktion wäre halt schon irgendwie geil, aber ich meine, das Argument, ne, dass sie ihre eigene Bank da nicht schützen könnten, ist halt schon was. Irgendwie so eine... Ich würde mich eigentlich so Banditen oder sowas gern anschließen. Aber das müsste erstmal kommen. Naja. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da und dann bis bald hier in Starfield. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.